Shit, ich bin doch gerade eben hier lang gegangen und... Oh, hey, 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 lass an, lass es bitte an. Danke. Nicht, dass ich jetzt Angst hätte oder sowas, aber lass das Feuerzeug mal an. We are watching over you. We always got your back. Fass mich nicht am Rücke. I haven't seen Jackson for 3 days. Did he go home? Ich weiß es nicht. Was frickst du mich, du Idiot? Hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Willkommen zu Hector! Ich habe die Dummdödel-Challenge verloren und muss jetzt dieses Horrorspiel spielen. Einige von euch haben mir das vor ungefähr einem Jahr empfohlen. Und haben gesagt, es wäre echt irgendwie voll crank. Also es wäre voll der Mindfuck und wird einen so richtig so in einem arbeiten. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie der Hase läuft. Da hinten brennt ein Wald. Ist nicht so gruselig bis jetzt eigentlich, oder? Hallo, Vettel? Oh my gosh. Hector Connector. Das ist jetzt aber eklig. Ihr seht, ich habe die Kamera auf ganz dunkel gestellt. Deswegen habe ich auch den Greenscreen jetzt nicht aktiviert. Ich habe hier keine Lichter an hier drin, nur das Licht vom Bildschirm. Pliers, scissors, feathers, waterboard and oil are most barbaric tools. My favorite toy of all is the needle. There is elegance about sewing a man back together. Oh. Shitty. Oh Gott. Was bleibt der mit uns? My hand is not as steady as it once was. Fuck. Bein ab, Arm ab, alles ab. Okay, wir bekommen so Dingens. Mit Wortes drin wahrscheinlich. Es fängt schon gut an, finde ich. Aber ich habe noch gar keine Angst. Überhaupt gar keine Angst. Bis jetzt überhaupt keine Angst. Bitte hört auf, mich zu beißen, okay. Übrigens, die Kamera habe ich extra auf ganz hell gestellt. Was habe ich da vorhin gelabert? Ganz dunkel? Ah, okay. Oh. Ach, so funktioniert das. Und was habe ich hier gehabt? Oh. Kann ich diesen Wodka auch trinken? Diesen kleinen? Ich mach's Licht aus. Ah, mit F. Okay, alles klar, alles klar. Gut. Wir sind gerade in so einer russischen Facility, nehme ich an, weil wir Wortes dabei haben. Was hier passiert? Wer war denn? Welcher krasse Bastard. Oh, don't forget to take your meds. You need them down here. Was für... Hä? Ich habe keine Medication dabei. Ich habe nur diese Flaschen. Ist das jetzt meine Medication oder was? Press 3 to equip Benzo Pills. Ah, das sind meine Benzo Pills. Was ist denn da hinten dran? Irgendwas mit fucking? Oh. Oh, nee, die Gebäude scheint instabil zu sein. Ich bin dann mal weg. Es erinnert mich direkt so ein bisschen an dieses Spiel, wo wir diesen Hund gesucht haben in der Kanalisation. Weil die Gänge auch so komisch waren, so eklig, weißt du? Ist da was zum Essen? Jemand hat voll gezuckelt. War das aber nicht, gell? Das ist euch klar, der ist direkt da. Oh, der Pfeil zeigt schon mal in die andere Richtung. Ist es jetzt falsch, wenn wir hier lang... Leute? Schon wieder dieses Kabel. Ich bin doch eben... Hä? Also das Regal ist noch da. Komm mal! Hä? Shit, ich bin doch gerade eben hier lang gegangen und... Oh. Fick. Mein Feuerzeug. Ach, wir werden beobachtet. Ach, so ist das. Okay. Ich habe schon Angst. Ja, Leute, das war's auch schon mit dem Horror-Game. Macht's gut! Scheißdreck. Weinen die Frau. Ich würde sagen, wir haben auch schon mal eine Chance auf Sex. Wenn man die... Oh, jawohl. Wollen wir den Löffel auch mitnehmen und vielleicht jemanden damit verkloppen? Nein, schade, schade. Es gibt ja so viel Zeug und ich kann es nicht aufheben. Meine Pilz. Ich muss mir meine Pilz nehmen. Es wackelt alles schon so arg hier. Gut, wir gehen weiter. Wir gehen... What? Come on. Schon wieder das hier. Schon wieder dieses... Ich gehe jetzt mal links lang. Wer hat denn da hin... Ah, okay. Ich dachte, da hat jemand die Geschisse. Oh. My. Gosh. Lose tweets, sink fleets. Okay, gut, dann geh mal zurück. Hält es der Hoffnung auf der Seite? What? Leute, ich merke schon den Mindfuck von dem Spiel hier. Das baut sich ja die ganze Zeit um. Gleich steht der Hector vor mir und beißt mich. Guckt euch das an. Ich bin wieder in dieser Ecke mit der... Ist jetzt hier das Regal?
Aber es gibt keine neuen Medizinchen da hier, ne? Keine neuen Meds. Was ist das hier? Ah, Trinkwasser. Ja gut, man muss die Medikamente ja irgendwie runterschlucken, wisch. Wer nimmt die schon einfach so pur, die Pillen? Übrigens, jetzt mit dieser sehr extrem hell gestalteten Cam sehen meine Lippen rot aus. Nicht mehr so pink-rosa, sondern rot. Was? Leute, ich scheiße mich ein. Hinter uns war doch eben noch das Regal, gerade eben. Und dann der Kerl hat einfach kurz übelst abgejisst und jetzt müssen wir hier die Tür aufmachen. What? Hallo, hallo? Was ist jetzt hinter uns? Okay, immer noch die Tür. Mal gucken, wie weit wir gehen können, bis sich diese Tür verwickelt. Oh shit. Achtung, jetzt gehe ich hoch, jetzt ist er bestimmt weg. Ne, ist noch da. Okay, alles klar. Gut, gut, gut. Finde ich gut. Ich komme nicht so gut mit Veränderungen klar. Oh. Ein langer Gang. Mit Code darin. Mir stellen sich schon voll die Haare auf, ne? Voll widerlich. Fucking widerlich, dude. Das ist so widerlich. Was ist das? Gott, da war da hinten eben schon ein Licht. Nee, ne? Supergeil, Mann. Supergeil. Wer läuft denn da rum? Scheiße, Mann. Die Tür geht einfach auf. Okay, wartet. Hier ist ein Duschraum. Was ist da? Okay. Hallo? Ah, jetzt bin ich in diesem versperrten Raum hier, in dem Stück. Sehr gut, sehr gut. Immerhin, vielleicht bleibt das Level jetzt ja gleich. Dann haben wir nicht so die Problematik. Weil das macht mich am meisten fertig. Das sind diese ekligen Horrormomente, auch wenn... Ich kann Licht anmachen! Scheiß doch auf unser Feuerzeug. Oh. Okay, nicht wirklich. Alter, mach's wieder an. Hey, lass an, lass es bitte an. Danke. Nicht, dass ich jetzt Angst hätte oder sowas, aber lass das Feuerzeug mal an. Es scheint mir wichtig zu sein. Ja, ich habe hier auch Licht angemacht. Sehr gut, da können wir Feuerzeug-Benzin sparen. Was war das? Ah, die Tür konnte ich anfassen. Wir gehen mal noch kurz in die Duschen rein. Vielleicht finden wir eine... Mann, ich krieg dieses blöde... Das Licht doch eben angemacht hier. Was ist jetzt los? Gut. Was haben wir hier? Scheißdreck. Okay. Kann man das aufmachen? Nein. 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 Ah. Ist hier vielleicht eine Leiche drin oder jemand, der mich erschrecken will? Hallo? Okay. Also solange nichts passiert. Wisst ihr, wenn das Spiel nur auf Psycho macht, aber sonst nichts geschieht. Nichts Physisches, ja? Dann ist gut. Ich sag euch eins, jetzt ohne Flachs. Ich hab meine Tür. Was war denn das? Ist die Bank gerade umgefallen? Nee, oder? Die lag doch schon so da. Ich mach mal Licht an. Direkt viel heimeliger. Damit machen wir das Licht im Gang an und aus. Hä? Warum ist der Lichtschalter jetzt hier drin? Was macht das für einen Sinn? Wer hat das gebaut? Hinter so Holztüren ist bestimmt immer ein Fickerich. Sie lässt sich nicht öffnen. Ah, doch nicht. Super. Ich dachte, ich kann Haargel aufheben, aber nein. Ich muss also Bad Hair Day-mäßig verrecken. Nee, jetzt, oder? Warte mal kurz. Hä, wo... Ich kann mir dieses verschissene... Also dieses Layout finde ich echt krass von dieser ganzen Chose. Hinten war ja noch ein Weg, den wir eigentlich gehen mussten. Was liegt... Was ist denn das? Ah, die Bank, okay. Shit, die muss man unsere Pillen nehmen. Wer weiß, was passiert, wenn die Pillen nicht genommen werden. Okay, wir gehen... Ah. Ah, guck mal da, eine Tür. Eine schön beleuchtete Tür. Ich mach mal Licht aus, an. Also, ihr wisst schon. Okay. Hallo? Kann ich hier... Oh Gott, dieses Haus! So, wie kann ich hier öffnen? Was ist das hier für ein verschissener Mechanismus? Kann ich den bewegen? Nee, kann ich nicht. Aber gut, wir haben ja hinten auch noch einen Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Ja, wir haben ja hinten dieses Stückchen, wo es lang ging. Gott, ich hab so Schiss. Feuerzeug bitte an den Start. Ich weiß nicht, was ich mache, wenn die erste Begegnung stattfindet. Ich glaube, ich greife. Ich renne davon. Es ist jetzt immerhin... Zwar Tag, ne? Also, ich nehme jetzt das am Tag auf. Aber wie gesagt, mein Zimmer habe ich tatsächlich verschlossen. mein Aufnahmestudio. Hat er kein Run, Bitch gesagt? Soll ich dir mal hinkommen und dir eine hier haare oder was, du Pisser? Wo bist du hier, hä? Run, Bitch, sagt er zu mir. Ich glaube, es geht los. Da werde ich aber ganz schön ungemütlich. Wer dann noch gut mit mir Kirschen essen will, in der Gemütlichkeit, ja, das kann er dann schon mal vergessen. Tut mir, man braucht Maske und ich habe keine. Das ist ja wieder klasse, ne? Intelligence. Bin ich nicht. Yes. Die Tür öffnet sich für... Da glänzt was. Was ist hier? Was ist hier? Ganz viele Bilder. We are watching over you. We always got your back. Fasst mich nicht am Rücken. Hoffentlich ist hier alles zu. Sehr gut, sehr gut. Ist immer... Oh. Oh nein. Oh nein. Was ist das hier für ein Weg? Widerlicher Gang. Ah. Eine Dusche. Die ist aber echt unangenehm eigentlich.
Was war denn das jetzt? Das klang jetzt gerade wirklich eklig. Wie so ein Vieh. Wisst ihr, also ich stelle mir hier Folgendes vor. Das ist so eine, irgendeine Anstalt, sieht man ja, ne? Irgendwie Toiletten und Gänge und Gitter und so ein Scheiß. Entweder ein Knast oder eine Psychiatrie mit Gestank. Und der Doktor schraubt an irgendwelchen Leuten rum. Auch an uns vielleicht? So, hier muss leider ein Schnitt gesetzt werden, der gar nicht geplant ist. Ich habe eigentlich am Ende der Folge eine richtige Abmoderation gemacht. Die gesamte Folge wäre nämlich 20 Minuten lang. So lange kann ich jetzt heute nicht rendern und hochladen wegen dem Livestream. Deswegen, hier ist Ende. Bis zum nächsten Mal. Gebt euch einen Daumen nach oben. Ihr habt bis jetzt durchgehalten. Und wenn es euch gefallen hat, dann stinkt nicht so viel.